heute alle Regeln in Brookhaven. Okay, das ist Easy, das bin ich und... Yeah! ich seh sehr hübsch aus, wirklich. Ausgesprochen schön. Wir wollen heute alle Regeln brechen, die wir finden. Okay, wir haben die offiziellen Roblox-Regeln und wir werden eine nach der nächsten brechen. Und wir hoffen, dass wir nicht erwischt werden, weil sonst werden wir vielleicht gebannt in Roblox und das ist nicht gut, weil das sind unsere Main-Accounts. Auch wenn ich gerade nicht so aussehe, aber ich habe eine Wette verloren, okay? Erzähl doch mal, Ronja, wie kommst du zu deinem Skin? Der sieht echt gut aus. Ja, den hast du gemacht. Der ist richtig... Hab ich das? Ja, ist schön. Das ist schön. Das ist wirklich so schön geworden. Das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Was für Regeln wollen wir denn brechen heute? Wir haben eine richtige Verbrecher. Pass auf, wir fangen ein bisschen mit den leichten Regeln an. Schönes Haus, das ist wie hier gebaut. Der Bike Shop, ja? Dankeschön, ja. Okay, wir fangen ein bisschen mit leichten Regeln an und dann werden wir immer schwerwiegender, damit wir halt auch irgendwie eine Möglichkeit haben, die Sachen noch, weißt du, schlimmer zu machen. Wir werden immer schwerer! Wir hoffen, dass wir nicht erwischt werden, dass keiner von den Leuten auf dem Server uns hier reportet, damit wir nicht gebannt werden. Okay, lass uns erstmal einen Führerschein machen und so ein Auto holen und einfach, was nicht, die Stadt cruisen. Führerschein! Warum hat für so ein Ding hier eigentlich die Führerschein? Guck mal. Weißt du was? Ich glaube, wir brauchen gar keinen Führerschein tatsächlich, weil wir ja Regeln brechen. Das heißt, wir können uns einfach ein Auto schnappen. True! Ronja, du bist genial. Ich nehme hier diesen Sportwagen. Da kann ich auch ein bisschen brechen. Ich breche die Regel, indem ich mich hier einfach raufsetze. Kannst du hier perfekt. Geschwindigkeit. Zack. Und, Entschuldigung, rechte Seite von der Straße. Wir fahren natürlich links. Das macht ja sonst keinen Sinn. Wir fahren hier über die Ampel. Wieso überhaupt auf der Straße fahren? Fahr doch, wo du willst. Ja, das ist so cool. Das ist ja quasi die Bushaltestelle, Autobahn, Parkplatz. Ich denke, da können wir einfach das Auto geparkt lassen. Unsere zweite Regel, die wir brechen, ist Threats of Violence, heißt es offiziell im Roblox-Regelwerk. Das heißt, Androhen von Gewalt. Ich denke, wir machen uns auf zur Polizei und schnappen uns ein paar Waffen, oder? Ja, das klingt nach einem guten Plan. So, was hättest du gern? Ich denke, ich werde einmal die nehmen und ich nehme mir noch... Und ja, du kannst doch nicht einfach bei der Polizei reinmarschieren. Doch, wie soll ich denn sonst meine Waffen kriegen? Ja, bitte. Zieh dich doch wenigstens artgerecht an, dass sie dich nicht erkennen. Und tu so, als wärst du selber Polizist. Damit haben wir wieder eine Regel gebrochen. Oh. Identitätsdiebstahl oder so. Identitätsdiebstahl, alles klar, kein Problem. Hier, bin ich dabei. Oh, ja, ja. Zack. Bam, hey! Bam! Okay, lass irgendjemand jetzt bedrohen. Natürlich auch jemand ein bisschen Gewalt androhen. Absolut. Hier sind doch direkt Leute. Perfekt. Hier. Guck mal. Warte, ich schreibe mal. Bam, das. Gib mir einen Donut. Ausrufezeichen. Und okay, Angriff! Die will mir keinen Donut geben. Hallo! Gib mir meinen Donut. Entschuldigung. Ronja, sie will nicht hören. Sie muss fühlen. Sie will nicht hören. Sie schreibt irgendwas. Ich glaube, sie versteht uns nicht. Entschuldigung. Sie will einfach weg. Kannst du dir das vorstellen? Aber ist okay, ich denke, wir haben hier auf jeden Fall schon mal gut Gewalt angedroht. ich denke, was wir als nächstes machen sollen, ist ein bisschen Property Damage, wenn wir das hier noch schon gemacht haben mit der Straße. Und vielleicht einfach ein Haus auch mal hinfahren. Lass uns mal zu Haus Nummer 12 sieht gut aus. Haus Nummer 12. Ja, guck dir das mal an hier. Jetzt kurz meine Waffe wegpacken. Oh ja, Haus Nummer 12. Das kann man natürlich auch erstmal ein bisschen verschandeln. So, ist jemand zu Hause? Hallo? Ah, ich komme hier irgendwie nicht so recht rein. Ich glaube, bei Haus Nummer 12 wohnt keiner. Lass uns einfach ganz viele Boxen hier hinstellen. Ja, ja, eine Umzugskarton, oder? Nee, vielleicht, ich denke, mit einem Verkehrshütchen passt ganz gut. Hier, zack. Oh, dann mach ich erstmal hier oben ein, in Haus hier Nummer 12. Ein. Ach, du brichst ein. Zack, dann sind wir auf dem Dach. Ja, 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 ja. Perfekt. Hier oben habe ich, weiß ne, bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr kreativen was kaputt Freiraum zu machen. Auch. Zack, zack, zack. Hier geht's hoch. Ich mach hier noch ein Hütchen hin. Oh ja, in die Wand rein. Oh, ich habe unten auch schon ein paar verteilt. So, ich bin ganz oben auf dem Dach. Warte, wie bist du da hochgekommen? Oh, war gar nicht so einfach. Aber sie verfolgt mich auf jeden Fall auch schon. Das Mädchen, oh, ist das hier wohnt. Ja, ja, sie ist da, sie ist da. Okay. Aber keine Angst, Ronja. Okay. Ich zersprenge hier oben nur ein bisschen was. Warte, ich kann es gar nicht sehen. Ich habe mich hier selber, glaube ich, ein bisschen eingesperrt. Warte, ich muss mich hier kurz einmal raus befreien mit meiner kleinen Leiter. Hui. Hast du ein... Und oh mein Gott! Boom. So, ich denke, Property Damage haben wir erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes auf der Liste ist Bullying und Harassment. Das heißt Mobbing und, ich weiß nicht, Harassment auch Mobbing. Alright. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier einen kleinen Streit anzetteln. Lass uns nochmal zurück in die Stadt gehen. Oder was ist mit dem Mädchen, was hier steht, mit dem Bus?
Okay, pass auf, ja. Hey! Fährt einfach weg. Oh nein, sie bleibt da. Dein Bus ist voll doof. Und dann mache ich mir einen eigenen Bus und sag, meiner ist viel cooler. Ein Schulbus hast du dir gemacht? Ja. Die ist aber weggefahren. Hallo. Ich verfolge die jetzt. So. Ich will nicht mit dir reden, Ronja. Sie will Lust, auf deinen Stress einzugehen. Gestreichelt werden. So, ich blocke aber die Straße. Was machst du jetzt? Ha? So, hier ist jetzt eine Sperre. Jetzt hat sie eine Delle in meinen Bus gefahren. Oh mein Gott, die fährt einfach meinen Bus durch die Gegend. Hat sie den einfach geklaut, hä? Nein, ich habe meinen Bus quer geparkt, okay, damit sie nicht durchkommt, weil ich gedacht habe, da kann ich sie ein bisschen, nerven. Aber sie ist einfach rübergefahren. Ja. Sie hat den einfach zur Seite geschoben mit ihrem Panzerbus, den sie da scheinbar hat. Die hat mich einfach mitgenommen. Oh mein Gott, hat die dich entführt? Bricht sie auch die Regel? Ja, die andere fährt ja auch einfach weg. Ich glaube, wir haben Stress genug angezettelt. Okay, ich denke auch. Und vor allem war das natürlich super verboten, weil wir uns als Polizisten ausgegeben haben. Das darf man natürlich auch nicht. Okay, aber du fragst dich sicherlich, was ist der nächste Punkt auf der Liste? Was ist verboten nach den offiziellen Roblox-Regeln? Und es ist Dating und romantischer Content. Ja, ich stehe gerade hinter dir und ich habe hier ein paar Rosen für dich. Oh. Möchtest du mit mir auf ein Date auf meine Yacht kommen? Sieh dir an. Sehr gerne, aber... Nicht, dass wir da was Verbotenes machen, wie zum Beispiel Händchen halten, was explizit in den Roblox-Regeln Händchen verboten halten? Ist. Das ist verboten. Ist verboten in Roblox? Du darfst es nicht machen. Und er kommt, okay? Setz dich neben mir. Ich setz mich neben du dir. Du darfst meine Hand halten. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Guck dir mal an, wie man hier einfach... Ich mach mich automatisch drauf. Ups. Okay. Wird schwierig. Warte, nein, ich kann mich hier hinsetzen. Hier ist vielleicht besser. Oh, ja, ja, warte. Da ist deine Hand auch sehr frei. Ja, ja. Oh mein Gott. Ha! Hände haben sich berührt. Da habt ihr es. Händchen gehalten. Verboten. Naja, was wollt ihr tun, Roblox? Ha? Wollt ihr uns reporten? Apropos reporten. Ich war gar nicht sicher, was du vorhast. Wusstest du, was auch verboten ist? Nee, was denn? Falsche Reports. Das heißt, wenn ich dich jetzt reporte. Was? Wieso? Warte mal, mich? Wieso? Hä? Ja, ich fälschliche Reports. Das ist nicht erlaubt. Du darfst Leute nur reporten, wenn sie wirklich was falsch gemacht haben. Aber was, wenn die mich trotzdem bannen, Ronja? Du kannst mich jetzt nicht reporten. Was ist, wenn ich dich reporte und ich sag... Warte, nein! Melde. Cupcakes für dich. Erlebnis oder Person? Ich möchte gerne alles Käse. Cupcake. Und zwar... Guck mal. Ich kann mich sogar für Dating melden. Nein! Hat meine Hand gehalten. Nein! Das nicht! So, einmal Report abgeschickt. Guck mal, keine Sorge. Noch hat uns keiner erwischt, okay? Noch sind unsere Accounts sicher. Noch sind wir nicht von Roblox gebannt. Lass uns einfach mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Jo. Okay, hier einmal mit der U-Bahn in die Stadt und auf dem Weg, unseren nächsten Regelverstoß zu begehen. Hier, Downtown, zack, zack. Denn was natürlich auch verboten ist in den offiziellen Roblox-Regeln, ist Scam und Spam. Das heißt, wenn wir jetzt Leuten schreiben, immer wieder, dass die uns abonnieren sollen für kostenlose Robux. Hast du nicht vor, Ronja? Doch. Hast du nicht vor? Warte, ich sag, sie sollen dich abonnieren und du gibst ihnen kostenlose Robux. Nein! Ich kann gehen, nein! Das kostenlose Robux! Oh mein Gott. Ich kann kostenlose Blumen verteilen. Willst du eine Blume? Hier! Guck mal, das wird nicht mal zensiert, weil ich das anders geschrieben habe. Nein! Warte, wie, du hast das anders geschrieben? Hä? Weil ich Robux groß geschrieben habe. Warte, ich muss das copy-pasten, damit ich das oft schreiben kann. Easy. Oh mein Gott. Kostenlose Robux. Oh nein, ich werde so safe gebannt. So, wo sind denn Leute? Wir müssen uns vielleicht mal in eine Menschengruppe stellen. Wo sind denn Menschen? Hier sind überall Menschen. Hier sind drei Leute. Oh mein Gott, perfekt. Hier sind Menschen. Oh ja, die ist sicher hoch interessiert. Abonnier Easy für kostenlose Robux. Abonnier Easy für kostenlose Robux. Hallo, abonnier Easy für kostenlose Robux. Du wirst nicht gescammt. Keine Sorge. Es ist die Wahrheit, die ich sage. Guck mal, hier sind richtig Leute. Zack. Ab wann denkst du, zählst als Spam? Wie oft muss ich das schreiben? Solange bis du gebannt wirst. Ich denke, nein, ich will nicht gebannt werden. Denkst du, jemand reportet mich für Spam? Oh, du musst eine Sekunde warten, bevor du weitere Nachrichten senden kannst. Kein Problem, hier, die Sekunde ist rum. Zack, zack.
zack. So, ich denke, ich habe hier meinen Teil geleistet. Ich habe gespammt und gescammt. Also, Scam noch nicht, aber ich denke, das ist ja dann dein Part auch, wenn du ihm dann keine kostenlosen Robux gibst. Ich weine. Wo bist du? Auf dem Brunnen. Auf dem Wie kannst du nur? Alles meine Tränen, die hier rauskommen. Das sind deine Tränen, ja? Ja, meine Tränen. Oh nein, wie schrecklich. Stell dir mal vor, dann kommt die nächste Folge. Hallo, wir wurden von Roblox gebannt. Naja. Die nächste Folge kommt dann erst in einem Jahr, wenn wir wieder entbannt wurden oder so. Nicht wundern. Accounts oder sowas rausholen. Gut, dann war es aber mit dieser Folge von Brookhaven. Aber wir brechen alle Regeln. Ich denke, wir haben erfolgreich einen Regelbruch nach dem nächsten begangen. Falls ihr gerne die Folge sehen möchtet, in der mein Charakter zu dieser Monstrosität, die sie hier ist, umgeändert wird, ja, dann klickt gerne hier, dann könnt ihr sehen, warum das so ist, wie es ist. Und schaut unbedingt bei Easy vorbei, da kommen nämlich auch viele coole Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!